So, willkommen zurück zu Isaac Rebirth. Und beim letzten Mal haben wir ja die Challenge gemacht, bei der wir die Augen verbunden hatten und nur diesen Haarball von Guppy um uns rum kreisen lassen konnten. Und das hat relativ gut funktioniert sogar. Wir haben am Ende noch zwei Tarotkarten bekommen und haben dadurch natürlich die Möglichkeit bekommen, die ganze Challenge auch zu meistern. Und ja, was machen wir denn mal heute? Mit Eve zum Beispiel. Da haben wir den Boss Rush Raum noch nicht und Isaac auch noch nicht. Das ist eigentlich auch mal eine Idee. Kane haben wir auch, Isaac noch nicht. Magdalene haben wir auch, Satan noch nicht. Wir machen, glaube ich, mal Magdalene. Weil Magdalene ist eigentlich an sich ein sehr einfacher Charakter. Weil sie halt sehr viel Leben hat. Aber wir müssen halt auch schauen, dass wir so viele Teufelsräume wie möglich bekommen. Ansonsten wird es doch relativ schwierig. Ich muss sagen, das letzte Mal, als wir den normalen Modus gespielt haben, haben wir ja The Land besiegt. Und das war wirklich schon ziemlich nice. War das erste Mal, dass ich gegen den Boss überhaupt gekämpft habe. Und wir haben es doch relativ easy eigentlich geschafft. Hatten ja super viel Schaden. Ich glaube, da hatten wir noch das Messer. Das Messer macht aber auch einfach nur einen monströsen Damage. Das ist wirklich so ein Item, was man immer mitnehmen sollte. Das ist wirklich episch, dieses Item. Mal gucken, was wir in diesem Run hier finden werden. Ich hoffe, dass eins der ersten Items ein Speed-Upgrade sein wird, denn mit Maggie hat man ja immer das Problem, dass man relativ langsam ist. Und ja, das ist auf Dauer gesehen echt ganz schön schwierig. Das kann man eigentlich mal mitnehmen. Gerade wenn man rote Herzen hat, ist das ziemlich worth. Oh! Das war dagegen nicht worth. Von so einem Kleinen wurde ich, glaube ich, echt noch nie getroffen. Naja, irgendwann ist immer mal das erste Mal. Oh, eine rote Kiste. Ich schätze mal, da sind bestimmt Trollbomben drin. Ne, zwei Pillen. I found pills. Paralyse. Super. Auf jeden Fall schon mal zwei Pillen aufgedeckt, die keinen positiven Effekt haben. Oder sagen wir mal, relativ neutralen doch noch. Diese I found pills Pille hat irgendwie immer noch keine Funktion so wirklich. Also wir haben es nicht mal äußerlich verändert. Das ist nicht so ein cooler Boss. Gerade mit Maggie. Weil man relativ langsam ist. Muss man echt immer in Bewegung bleiben. Sonst kommt der Boss relativ zügig an einen ran. Ey, was ist das denn? Der versucht mich hier zu outsneaken. Oh. Oh. Jawohl. So, was haben wir hier? Are you a wizard? Ja, das ist ziemlich räudig. Na komm. Okay. Das war nicht so gut. Hätten wir vielleicht erstmal abwarten müssen, bis denn der Effekt von einem Wizard abgelaufen ist. Das ist Cricket's Head. Gibt uns ein Damage Upgrade. Und das ist sehr cool. Den Schlüssel brauchen wir nicht benutzen für den Shop. Denn wir haben sowieso nur eine Münze. Würde nicht viel Sinn machen. Und das ist wirklich ein cooles Damage-Upgrade. Also Cricket's Head in der ersten Ebene zu finden, ist schon wirklich nicht verkehrt. Mir fällt gerade ein, ich habe Platinum-Block noch gar nicht aufgemacht. Mache ich gleich noch auf, sobald wir das erste Item haben, was wir nicht aus dem Kopf erkennen können. Ah. Femmein. Gibt ja leider nur den, in Anführungsstrichen, shit. Eigentlich ist er doch relativ easy auszuweichen. Den Cube of Meat, genau. Cube of Meat oder was gibt's noch? Genau, diesen Ball of Bandage. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch noch ein Begleiter. Da würde mich sowieso mal interessieren, wie da der Begleiter aussieht, wenn man drei von diesen Ball of Bandages hat. Curse of the Unknown. Das war, glaube ich, dass man die Items nicht sieht, die man aufheben will. Aber wir haben echt schon super viel Schaden mit. Das ist echt krass. Also mit zwei Hits wirklich schon die... Curse of the Unknown ist... Ah, genau, jetzt sehe ich es. Genau, doof. Man sieht nicht, wie viel Leben man hat. Aber wir haben ja vier... Oh, das ist ein schönes Item. Vor allen Dingen, wenn wir... Warte mal, was müssen wir denn mit Maggie machen? Satan? Nee, Isaac wollen wir machen, ne? Genau. Das ist echt nicht so easy. Muss sie erstmal ein bisschen rauslocken. Gut ist, dass wir die wirklich mit einem Hit schon zerstören können. Das ist halt relativ gediegen.
Jawohl. Schlüssel, Bomben und Münzen. Oh, ja. Zack. Sehr gut. So, wir gehen erstmal zum Boss, würde ich sagen. Der gute Pin. Das sollte nicht so das große Problem darstellen. Ist eigentlich ein relativ simpler Boss. Also wirklich nicht so schwierig. Hopp. Jawohl. Wir haben den Latch Key. Der gibt uns zwei Schlüssel und ein Luck Upgrade. Und was haben wir hier? Hier haben wir einmal Need to Go Deeper oder ein Guppy Item. Das Guppy Item ist nicht schlecht. Das kann man ruhig mal mitnehmen. Denn damit erhöht man die Chance, Kisten zu bekommen. Und im alten Teil war es ja noch der Fall, dass man die Chance verringert hat, normale Items zu bekommen. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Das heißt, dieses Item hat wirklich nur positive Effekte. Wir haben noch kein blaues Herz oder sowas gefunden. Oh, okay. Man soll da mal ruhig wegspecken. Nice. Die blauen Herzen lassen wir erstmal liegen. Weil wir wollen erstmal in den Sündenraum gehen. Warte mal, war da noch eine blaue Stein? Nee. Okay, wir gehen erstmal in den Sündenraum. Und schauen uns mal an, ob da noch irgendwas Tolles drin liegt. Na, schade. Nichts Tolles. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier zwei blaue Herzen gefunden. Das ist schon mal sehr cool. Haben wir für die nächste Ebene schon mal so einen kleinen Puffer. Um dann auch sicher gehen zu können, dass wir einen Teufelszielraum bekommen. Ich bin gerade mal überlegen. Hier vielleicht nochmal wegsprengen. Könnte der Secret-Raum drin sein. Yep, da ist er auch. Ah, warte mal, war da ein Blaustein? Nee. Gut. Dann können wir in die nächste Ebene gehen. Also, einen Shop haben wir bis jetzt noch nicht aufgemacht können. Wir haben noch wenig Münzen. Aber ist gar nicht so schlimm. Jetzt Fokus sollte erstmal darauf liegen, regelmäßig einen Teufelszielraum zu bekommen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich bin halt doch noch relativ viel aus. Wundert mich. Wow, ein blaues Herz. Nice. Lemon Mishap. Das Item ist nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, nehmen wir das mit? Ich glaube schon. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Kann man ruhig mal mitnehmen. Wow, der hält da super viel aus. Okay, dann die letzte Spinne noch. Alles klar. Was haben wir hier? BFF. Da sind die Begleiter größer. Also auch die Halo, der Halo of Flies zum Beispiel. Und der Cube of Meat. Und wenn wir das Item bekommen würden in der Ebene, ne, das wäre sowas von episch. Denn dann hätten wir riesige Orbitals, die um uns rumfliegen und alle Schüsse blockieren. Das wäre richtig episch. Also dann wird das hier, glaube ich, ein super geiler Run werden. Da ist schon mal eine Bombe, die wir benutzen können. Zack. Bombe und Schlüssel. Ist okay. Ich hätte eher mit einem Item gehofft, was ich gebrauchen kann. Und zwar ein blaues Herz. Ups. Mein Gott, der ist aber auch schnell. Muss man echt aufpassen. Der hat nämlich auch diesen Brimstone-Laser. Wir haben eigentlich relativ viel Schaden schon dabei. Na komm. Ups. Davon sollte man sich nicht treffen lassen. Sehr gut. Also, Teufelsraum. Jawohl. Ein Range Upgrade. Auch nicht verkehrt. Und was haben wir hier? Ja, den Guppy Hairball, den kennen wir doch noch aus dem letzten Mal. Tears down, health down. Oh, das ist natürlich super stupid. Ja, dann ziehen wir natürlich auch das Buch nicht mehr mit. Das ist super ärgerlich. Ich hoffe, wir kriegen hier noch ein paar Münzen. Denn wir haben ja im Shop wirklich zwei richtig gute Items. Erstmal PhD hätte man theoretisch sich aufheben können, dann wären solche Teufelsräume natürlich nicht schlecht, wo Pillen spawnen. Weil man damit die Möglichkeit hat, nur noch Pillen mit einem neutralen Effekt zu haben und keine mehr, die wirklich Health Down und sowas geben.
wirklich schon nicht verkehrt. Vor allem Tears Down, das ist echt nervig. Ah, da müssen wir nicht hin. Okay. Springen wir hier mal weg. Oh! Cool. Da wollen wir mal gucken. Vielleicht haben wir ja was Tolles. Das ist der... Was ist das für ein Wurm? Der Pulswurm. Wupp, wupp. Ah, ich glaube, der verursacht mehr Schaden, wenn die bei dem großen Puls getroffen werden. Ich glaube, da gucke ich mal eben nach. Denn dafür haben wir ja Platinum Gott. Ist ja der Gute. Diese Seite sagt uns direkt, ob das Trinket gut ist oder nicht. So, wo ist er denn? Da ist er. Tears shrink and grow in size as they go across the room. Does not appear to affect your damage and only the hitbox size of tears. Okay, also es betrifft nur die Hitbox der Tränen. Okay, oh, wir haben aber echt wenig Münzen hier. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Münzen. Aber wir haben eigentlich für das BFF, das wäre echt cool, wenn wir das bekommen würden. Wir bräuchten eigentlich auch noch ein Damage Upgrade. Wenn wir einen HP-Down bekommen haben, ist natürlich super nervig. Okay, der Kampfraum. Ja, das ist nicht schlecht, das Item. Das ist wirklich cool. So ein bisschen Mario-Style. Wir bekommen beigebracht, wie man jumpt. Ausweichen. Da kommen uns natürlich unsere Orbitals echt zugute. Oh, ich glaube, unser Orbital hat gerade den kleinen Miniboss erledigt. So. Alles klar. Dann nehmen wir mal den Jump mit. Denn wir haben ja hier zum Beispiel ein Trinket, der Fischkopf. Ich frage mich gerade, ob das sinnvoll ist, das aufzuheben. Das ist jetzt halt die Frage. Ist das besser als der Pulswurm? Das ist halt ein Trinket, mit dem wir die Hitboxen ein bisschen erhöhen. Ich glaube, ich lasse es mal. Ich nehme es mal mit. Hier ist nix. Zack, zack. Oh, da sollten wir nicht drüber springen. Gehen wir lieber kein Risiko ein. Ist natürlich wieder super random, ob hier irgendwo auch mal ein Secret-Raum ist, ne? Hier vielleicht. Nee. Hier unten. Auch nicht. Eigentlich möchte ich jetzt mal doch den Zirkelraum aufdecken. Hier ist er. Okay. Oh, das ist natürlich super genial. Wir haben echt genug Münzen bekommen, um jetzt das BFF zu kaufen. Das ist richtig gut. Wow, das ist super lucky. Also so viel Glück hat man echt selten, dass man dann auch noch solche tollen Sachen findet. Zack, zack, zack. Wow. Ja, das ist schon echt cool. PhD wäre auch nicht schlecht gewesen, aber... Ich glaube wirklich, dass BFF schon besser ist, weil wir damit auch die Chance erhöhen natürlich, dass hier Projektile geblockt werden, weil einfach die Orbitals um einiges größer sind. Also echt ein schönes Item. So, was haben wir denn hier noch? Hier war noch Guppies Hairball. Guppies Hairball brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das Item ist zu schwach. Also dafür würde ich niemals einen Herzcontainer ausgeben. Wenn man es so findet, ist okay, aber dafür einen Herzcontainer auszugeben, ist vielleicht ein bisschen zu... risky. Das könnte auch mal jetzt ein positiver Effekt sein. I can see forever. Ja, yep. Wir sehen alle Secret-Räume jetzt in dieser Ebene. Das ist doch mal nicht so verkehrt. Der erste war natürlich jetzt nicht so optimal, aber naja. Gucken wir mal. So, was haben wir hier? Schlüssel, Bomben, Herzen, okay. Wir brauchen noch so ein richtig tolles Damage-Upgrade-Item.
Zum Beispiel, was ich echt krass finde, ist, dass man in diesem Teil von Isaac relativ selten den Quadshot, den Triple Shot oder generell solche Multiplikatoren von den Schüssen findet. Also ich glaube, es war erst ein einziges Mal der Fall, dass wir den Quadshot hatten. Oder hatten wir den Quadshot überhaupt schon? Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall super selten irgendwie. Hier würde ich eigentlich gerne nicht getroffen werden. Auch wenn das ganz schnell passieren kann, dass man hier getroffen wird in solchen Räumen. Ups. Ups. Nicht getroffen werden. Sehr gut. Alles klar. So. Ah, das wäre natürlich cool gewesen. Wenn wir jetzt PhD gehabt hätten, ne, dann hätten wir uns immer wieder gute Pillen machen können. Sehr gut. Eine Helferpille. Das ist doch mal ganz gut. Auf jeden Fall ordentlich. Na, komm her. Das sieht so lustig aus, wenn die Kugeln immer größer und kleiner werden. Wow, man muss echt aufpassen. Okay, was haben wir hier? Nicht schlecht. Wenn wir jetzt so einen Arcade-Raum finden und dann Münzen gegen Leben tauschen können, das wäre... Na okay, nevermind. Aber da hat man gut den Einsatz gesehen, den hier mein Orbital leistet. Oh, wie viele Schüsse ist wirklich blockt. Der Wahnsinn. Das ist wirklich richtig viel wert, ne? So ein Orbital. Und wenn man da zwei hat sogar noch, das ist super genial. Wir haben ja sogar den Halo Flies. Das ist wirklich eins der Items, die meiner Meinung nach die stärksten sind im Game. Weil sie halt einem wirklich die Möglichkeit geben, alles, was einen schädigen kann, zu blocken. Und sie machen sogar noch Schaden an Gegnern, die sie berühren. Also, das ist wirklich so ein schönes Item. Kann man eigentlich nie was verkehrt machen. Boah, wir sind immer noch super langsam. Das ist so das einzige Manko, das wir noch haben. Ich weiß gar nicht, ob da auch... das war close. Ob da auch sowas hingehört, dass wir blocken können. Na komm. Ja, wir müssen echt nur an unserem Schaden arbeiten. Da brauchen wir jetzt noch irgendein tolles Upgrade. Ich hoffe ja auf den Teufelsraum. Ich meine, wir haben ja immerhin schon ein Guppy-Item, ne? Das heißt, man weiß ja nie, in so einem Teufelsraum, da kann ja auch mal durchaus zwei Guppy-Items drin sein. Und dann sieht der Run schon ganz anders aus. The Fallen. The Fallen ist ziemlich tricky. Einmal getroffen werden ist okay. Ah, wir kriegen trotzdem nichts. Ekelhaft. Book of Belial ist aber ein super Item. Wir lassen das aber erstmal noch hier, denn wir werden jetzt erstmal noch den Sprung benutzen. In der Ebene hier kommt bestimmt noch mal das ein oder andere Mal eine Möglichkeit, hier den gescheit einzusetzen. Oh, die Spinnen halten super viel aus. Da ich da getroffen werde. Ärgerlich. Okay, wir haben da oben noch eine Möglichkeit, Räume zu entdecken. Sollten wir auch immer machen. Weil wir sind momentan auch nicht so stark, dass wir uns das erlauben können. Ich frage mich wirklich, so sehr hat sich ja bis jetzt noch nicht mein Item rentiert. Also hier dieser Latchkey zum Beispiel, das ist, finde ich, ein Item, was sich echt selten lohnt. Irgendwie habe ich das Gefühl. Paralyse, nice. Das ist natürlich super schön. Oh, das könnte den Run noch mal ein bisschen verstärken. Nämlich Guppy's Head. Also, zweite Guppy-Item. Sieht schon mal ganz gut aus. Könnte wirklich bedeuten, dass wir vielleicht Guppy bekommen.
Und ihr wisst ja, die Runs mit Guppy sind immer extrem strong. Ja, hier war nichts mehr. Halbe Herze. Okay, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch in die nächste Ebene gehen. Wir sollten definitiv das Book of Belial mitnehmen. Ich glaube, das ist doch schon am besten. Weil, hier war noch was. Ach stimmt, hier ist ja der Raum, wo man noch Herzen aufwischen kann. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben jetzt hier auch leider keinen Raum bekommen, wo wir Herzen gegen Leben umtauschen können. Das ist immer ein bisschen schade. Ich werde mal hier ein bisschen sprengen. Man weiß ja nie, manchmal ist da was drin. Ja, schade. Gegenüber nochmal. Ist auch nochmal drei, die ich treffe. Eine Pille. I can see forever. Das ist schon mal nicht schlecht. Hat sich also dafür dahingehend schon mal gelohnt. Dafür eine Bombe auszugeben, war auf jeden Fall in Ordnung. So, dann gehen wir weiter. Book of Belial. Der Jump ist halt eigentlich nicht schlecht, aber den kann man doch nicht immer einsetzen. Und der Book of Belial ist einfach ein super geiles Item. Das macht einfach ein so schönes Schadensupgrade. Da brauchen wir nicht hin. Okay, die sind schon mal down. Hier muss man aber aufpassen, wenn man hier zu hektisch ist. Da ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir so langsam sind. Oh ja, das werden wir mal machen. Komm schon. Geht direkt. Oh Gott. Wow, es war ja klar, dass da nur Müll drin ist. Okay, aber das ist nicht so schlimm. Oh, es wurde echt getroffen. Ah, obwohl ich meine Orbit jetzt habe. Wieder eine Bombe. Der Kampfraum hat sich nicht gelohnt. Wir haben jetzt nicht so tolle Sachen bekommen. Okay, wir gehen erstmal noch weiter. Geht direkt. Boah. Da muss ich echt aufpassen, dass ich mich nicht selber einquetsche hier. Oder stacke. Ah, komm schon. Ah, die bewegen sich so kacke. Also. Sehr gut, ein Schlüssel und eine Münze. So, hier haben wir schon mal einen blauen Stein. Hm. Mask of Infamy. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Infamy. Die reduziert wirklich den Schaden auf ein halbes Herz, oder? He has a high chance to not take damage to projectiles from the front. Wow, das ist echt nicht schlecht. Also wenn wir da noch, wenn wir da jetzt noch ein bisschen Leben bekommen, dann haben wir echt eine gute Chance, aus dem Run hier was richtig Gutes zu machen, weil wir haben die Orbitals, wir haben die Infamy Mask, mit der wir ja, Schüsse, die frontal auf uns gerichtet sind, abwehren können, zu einer hohen Chance. Wow, bin ich echt gerade in den Rhein gelaufen. Oh, das ist ja stupid. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Wow, okay, die waren Invis. Gut, dass ich meinen Book benutzt habe. Diese Dinger kann man auch durchaus kaputt machen. Können immer mal was drin sein. Hm, nicht schlecht. So, Blaustein, nicht vorhanden. Oh, komm schon. Das ist doch echt mean. Ja, es bringt mir halt nichts, wenn ich diese ganzen Münzen habe und dafür nichts kommt. Kein Shop, gar nichts. Das ist super bitter. Und ich glaube, das ist doch schon Necropolis 2, oder? Ne, 1, okay. Also ein Shop kommt definitiv noch, aber wir haben jetzt schon zweimal Greed bekommen. Einmal Normal Greed und Super Greed. Das ist natürlich extrem unschön.
Shirt. Diese Gegner sind natürlich echt Pain, wenn man so langsam ist wie wir. Das ist nicht cool. Aber wir haben immer noch keinen Schatzraum gefunden. Das heißt, den kriegen wir definitiv noch. Na, komm schon. Sehr gut. Münze. 47 Münzen, wow. Das ist echt. Teufelsraum können wir jetzt auch nicht gerade setzen drauf. Da ist noch ein blauer Stein. Diese ganzen Kisten, ne, diese goldenen, die sollten wir alle aufmachen, weil da kann immer mal, wenn wir Glück haben, ein Guppy-Item drin sein. Man weiß ja nie. Wow, zwei blaue Herzen. Das war worth. So, jetzt bitte.